Legen wir gleich mal direkt mit dem nächsten Vortrag los. Wie Sie schon sehen können, ist jetzt die Firma Yaskawa und zwar der Christopher Schneider an der Reihe. Ja, das Thema des folgenden Vortrags lautet Cobot versus Roboter und seine Einsatzmöglichkeiten. Wie gesagt, wird gehalten von Christopher Schneider von der Firma Yaskawa Europe GmbH. Herr Schneider absolvierte den Master of Science im Wirtschaftsingenieurwesen an der TU Chemnitz. Aktuell promoviert er, ich hoffe, das ist richtig, im Bereich Maschinenbau an der TU Chemnitz in Kooperation mit dem Fraunhofer IWU und ist Produktmanager der kollaborativen Robotik bei der Firma Yaskawa Europe GmbH. Ja, die kollaborative Robotik wird die klassische Robotik nicht ablösen, sondern höchstwahrscheinlich eher ergänzen. Und wie genau das funktioniert, zeigt uns jetzt Herr Schneider. Vielen Dank. Wunderbar, dann danke für die Einleitung. Ganz kurz als Einführung zum Thema, wer wir als Yaskawa eigentlich sind. Wir sind der Erfinder des Begriffs Mechatronik aus dem Jahr 1969 und sind in verschiedenen technologischen Bereichen unterwegs. Einmal Industrieroboter, Frequenzinverter als auch Servoantriebe. Im Bereich Industrierobotik haben wir jetzt schon unsere, das ist noch die alte Zahl drin, unsere 500.000. Einheit hier verkauft, sind somit also einer der größten Player im Robotikmarkt weltweit und haben hier ein recht großes und breites Produktportfolio, angefangen bei den verschiedenen Robotersystemen. Wir sehen hier 4-5-Achs ganz links, ein Palettierroboter, dann hier unsere AR-Serie, die Schweißroboter, dann kleinere Handling-Roboter, Dual-Arm-Lackierroboter, als auch Parallelkinematiken und SCARA. Und wo es heute vor allem darum gehen wird, die kollaborierenden Roboter, also hier unsere AC-Serie. Das Ganze verbauen wir dann auch in ganzen Systemen. Dabei gibt es einmal die MRK-Systeme, also Mensch-Roboter-Kollaborationssysteme. Hier zum Beispiel in Weltformi ist also ein kollaboratives Schweißsystem. Also auch hier die ArcWorlds, also unsere Standardzellen für das Schweißen mit Industrierobotern. Für kundenspezifische Schweißanlagen verbauen wir dann auch mehrere Roboter miteinander in der ganzen Anlage. Hier eigene Antriebstechnik und entsprechende Linearachsen zum Beispiel oder Drehtische, die hier dann mit den Roboterachsen und Roboterbewegungen synchronisiert werden. Um das Ganze abzurunden, bieten wir E-Learnings an, als auch In-Class-Training, um praktisch den Roboter-Programmierer hier entsprechend schulen zu können. Haben auch verschiedene persönliche Beratungsangebote, auch im Bereich der Sicherheitsberatung, als auch der Anlagenplanung, also sprich Konstruktion, mechanisch, elektrisch, Simulation, Inbetriebnahme und auch Programmierung. Und im Bereich After Sales liefern wir auch Ersatzteile, Service, Reparatur, also auch Überholung. Also wenn der Roboter 15 Jahre im Dauereinsatz 24 Stunden läuft, kann man den dann auch general überholen lassen und dann für weitere 15 Jahre wiederum einsetzen. Im Bereich der kollaborativen Robotik sehen wir hier die HC-Serie. Wir haben dabei eigentlich zwei große verschiedene Produkte. Einmal den HC10 und den HC20. Den HC10 gibt es in vier verschiedenen Varianten als Basismodell mit DT, also Direct Teaching, wie man rechts sieht, diese Handführung, um den Roboter einfach per Hand programmieren zu können. Dann den DT-IP67 mit verbesserter Schutzklasse. Und den DTF mit einer speziellen Pulverbeschichtung für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Man kann den Roboter also hier leichter abwischen mit verschiedenen Chemikalien, um da hier die entsprechenden Richtlinien in dem Bereich zu erfüllen. Diese Roboter haben eine Traglast von 10 Kilo Traglast und 1200 mm Reichweite. Und auf der anderen Seite haben wir den HC20, auch mit IP67 Schutzklasse, mit 20 Kilo Traglast und 1,70 Meter Reichweite.
All diese Roboter sind nach PLD Kategorie 3 klassisch zertifiziert und haben 25 Sicherheitsfunktionen. Zur Bedienung gibt es verschiedene Varianten. Einmal die Handführung, wie bereits angesprochen, dann unser klassisches Teach Pendant, wo man praktisch die volle Funktionalität hat und auch die volle Komplexität für eher erfahrene Programmierer. Und das Smart Pendant, also ein Tablet, ähnliches Bediengerät, wo man hier vor allem für den Einsteiger eine einfache Bedienoberfläche bereitstellen kann. Und als Steuerung haben wir unsere klassische WIRE7000-Steuerung und die Micro-Steuerung, die entsprechend hier kleiner ist, zum Beispiel zur Integration in mobile Roboter. Was sind die Vorteile von MRK? Zunächst einmal, wie bereits angesprochen, die einfache Bedienung. Diese einfache Bedienung gilt allerdings nicht nur für kollaborative Roboter, sondern auch für Industrieroboter, also für die GP-Serie, also die Handling-Serie, auch im etwa gleichen Traglast-Reichweitenbereich bieten wir auch das Smart Pendant an, auch die Smart Series mit einfachen Plug-and-Play-Greifern. Das sieht man dann unten. Man kann also diese Greifer sehr einfach anbinden, hat dann auch entsprechende Installationsfiles, die man über USB-Stick einfach in sein Pendant einsteckt, um da die Installation sehr schnell vornehmen zu können. Und das ist halt für Cobots, also Industrieroboter hier gedacht, aber vor allem für die kleineren im Bereich 10 bis 20 Kilo. Aufgrund der einfachen Bedienung und des Plug-and-Plays hat man natürlich eine schnelle Lernkurve. Wir hatten hier, sieht man ein Bild von einer Messe, da hatten wir eine Schulklasse und die haben innerhalb von wenigen Tagen gelernt, mit dem klassischen Programmierhandgerät zu programmieren. Das Tablet, also das Smart Pen, ist nochmal weitaus einfacher. Und die haben sie innerhalb von wenigen Tagen hinbekommen, hier einfache Roboterprogramme zu erstellen. Also ist es auch kinderleicht. Die Leichtbauweise resultiert einerseits aus, natürlich aus der Kollaborationsfähigkeit, denn der Roboter muss ja möglichst leicht sein, um weniger bewegte Masse bei einer möglichen Kollision zu besitzen. Und durch die Leichtbauweise kann man den Roboter aber auch einfacher zwischen Arbeitsstationen hin und her bewegen, als auch auf mobile Plattformen integrieren oder auf ein Gantry-System zum Beispiel. Wichtig bei der Interaktion zwischen Mensch und Roboter ist natürlich die Sicherheit. Wir haben hier verschiedenste Sicherheitsfunktionen. Hier sieht man zum Beispiel mal eine Klemmsituation. Da fährt der Roboter, bleibt nicht nur stehen bei unserem Cobot, sondern fährt auch noch zurück. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal hier im Sicherheitsbereich, dass man sich seine Hand einfach bei einer Klemmsituation ganz einfach wieder rausziehen kann. Die Planbarkeit und Wirtschaftlichkeit ist hier gegeben. Wir bieten sowohl für diese Risikobewertung, die ja immer notwendig ist für so eine Roboteranlage, die entsprechenden Sicherheitsberatungen an, haben Bereich der Sicherheitstechnik oder Sicherheitsrisikobeurteilung für Cobots ja auch ein EU-Projekt durchgeführt, wo wir sehr viele Messwerte ermittelt haben, da sie auch Referenzwerte haben für realistische Geschwindigkeit, mit denen der Roboter verfahren darf im kollaborativen Betrieb. Und da haben wir auch unser integriertes MotoSim, unsere eigene Simulationssoftware, wo man praktisch einen Offline-Controller hat, um den Roboter hier simulieren zu können und damit schon ein Programmabbild im Vornherein hat, was man dann per USB-Stick einfach auf den Roboter übertragen kann. Durch die IP67-Schutzklasse als auch das lebensmittelgeeignete Schmierfett und diese pulverbeschichtete Oberfläche kann der Roboter also auch in rauen Umgebungen, wie zum Beispiel beim Maschinenbeladen mit entsprechender Kühlemulsion oder auch in sensitiven Umgebungen in der Pharma- und Lebensmittelbranche eingesetzt werden. Wenn man sich das Planungsdenken anschaut von einem klassischen Industrieansatz, eher für Industrieroboter, im Gegensatz zum Cobot, sieht man eigentlich hier, dass es genau in die anderen Richtungen geht. Beim Industrieansatz fängt man eigentlich mit dem Arbeitsplatz an, fokussiert das Anlagenkonzept in Workflow und auch nimmt als Voraussetzung eigentlich die Taktzeit, die gefordert ist, die Sicherheit, die Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Nutzungsdauer und arbeitet sich dann über die Aufgabe, auf ein entsprechendes Tool, also ein entsprechendes Werkzeug hin zum Roboter. Und am Ende entscheidet man, welchen Roboter nehme ich, in welcher Konfiguration.
welcher Sicherheitsvariante hier auch meine Taktzeit natürlich beeinflusst, damit meine Wirtschaftlichkeit, und kann dann hier zwischen einem Industrieroboter, den blauen hier, den Yaskawa GB12, oder einem HC10 zum Beispiel, also einem Cobot, entsprechend entscheiden. Der Cobot-Ansatz geht meistens von irgendwelchen Leuchtturmprojekten in größeren Unternehmen, zumindest in den ersten Jahren der kollaborativen Robotik, aus. Man fokussiert hierbei den Roboter, man setzt also den Cobot aus Voraussetzung, arbeitet sich dann erstmal zum Plug-and-Play-Greifer, schließt ihn an, experimentiert mit den Kabelführungen, die gegebenermaßen auch extern geführt werden müssen, und kommt dann auf das Thema Flexibilität, was man hier vor allem durch das Direct-Teaching, also diese Handführung, diese einfache, das einfache Programmieren ermöglicht. Man hat dann zum Ende hin eigentlich verschiedene Iterationen, iterativer Anpassungsprozess, hinsichtlich Sicherheit, Taktzeit, Maschinenverfügbarkeit, und arbeitet sich dann zu so einem Konzept langsam vor. Hier ist allerdings nicht immer gegeben, dass der Cobot dann auch die sinnvollste Variante ist, wenn dann bei der Risikobewertung sehr viele Gefahren oder Risiken identifiziert werden, kann es auch zu einer Teileinsoldung kommen. Und hier bieten wir eben noch den Industrieroboter als mögliches Pendant an. Sprich, beide Robotertechnologien greifen eigentlich ineinander und ich kann schutzzaunlos nicht nur mit dem Cobot fertigen, auch mit dem Industrieroboter. Und hier ist eben unser Ansatz, dem Kunden die wirtschaftlichste und beste Möglichkeit oder Robotertechnologie zu bieten und nicht immer von vornherein in Cobot festsetzen zu müssen. Verschiedene schutzzaunlose Konzepte sieht man mal hier. Also ganz das vollkommen offene System ist praktisch dann Cobot ohne externe Sicherheitstechnik. Er arbeitet nur über die internen Sensoren, die eine Kollision über die Momentensensoren detektieren. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich gar keine Mensch-Roboter-Kollaboration. Ich habe eine eingehauste Zelle, eine eingezäunte Zelle mit dem Industrieroboter, der einfach die komplette Zeit in der gleichen Geschwindigkeit arbeitet und niemand in die Zelle hineingeht. Und zwischendrin habe ich zwischen diesen beiden extrem verschiedene Stufen, Cobot mit dem Scanner zum Beispiel noch, Cobot mit der Teileinzäunung, Industrieroboter mit Scanner und Industrieroboter mit Scanner und Teilanzäunung. Und wie das genau funktioniert, werde ich auch im weiteren Vortrag hier erklären. Aber sieht man hier mal ein Projekt aus meiner Masterarbeit links. Da haben wir praktisch einen manuellen Arbeitsplatz gehabt, den wir erstmal in CAD modelliert haben, mit dem Roboter, wie das dann entsprechend aussehen kann. Neue Materialbereitstellung, die entsprechend Roboter geeignet ist. Haben das Ganze im Motosim dann simuliert und dann hier verschiedenste Varianten mal abgebildet, also einen Cobot, Variante 1, ohne alles, arbeitet immer in kollaborativer Geschwindigkeit, die für den Mensch sicher ist, und dann verschiedene weitere Varianten mit Trittmatten und Teilanzäunung, ein Kamerasystem, 3D, was praktisch über dem Arbeitsplatz dann diese verschiedenen Arbeitsbereiche hier überwacht, mit dem Cobot. Und das Gleiche nochmal voll eingezäunt und dann mit der Kamera, mit dem Industrieroboter. Und alle Varianten hier kann man entsprechend wirtschaftlich gegeneinander stellen oder gegenüberstellen. Und dann abhängig davon, wie oft drehe ich in die Zelle hinein, wie oft drehe ich wieder heraus, wie oft kann der Roboter in voller Geschwindigkeit arbeiten, und wann muss er seine Geschwindigkeit reduzieren, habe ich natürlich hier ein unterschiedliches ROI-Bild, was ich dann je nach Referenz wählen kann. Das sieht man auch hier nochmal, wir hatten hier eine Messezelle für eine Maschinenbeladung. Auf der rechten Seite sieht man die Messeinheit, also der Cobot legt verschiedene Bauteile nach dem Fertigen hier in eine Messeinheit ein, um die zu vermessen. Der mobile Roboter schafft die von der Werkzeugmaschine zur Messeinheit, und links ist ein Industrieroboter, der die Teile aus der Maschine entnimmt und da einlädt, also klassische Maschinenbeladung. Und hier hat man eben auch die drei Varianten bei der Maschine selbst, nehme ich einen Cobot ohne alles, nehme ich einen Cobot mit Laserscanner oder nehme ich einen Industrieroboter mit Laserscanner. Und wie das genau funktioniert, sieht man jetzt mal hier. Wir haben also diese drei Varianten, wie beschrieben. Im linken Bild sieht man Industrieroboter GB12. Man hat da jetzt auf diesen beiden gelben Punkten jeweils Sicherheitsscanner. Und wenn sich der Mensch jetzt Mitarbeiter im weißen Bereich befindet, hat der Roboter in voller Geschwindigkeit. Sobald er in die gelbe Zone eintritt, wird die Geschwindigkeit langsam reduziert.
Und wenn ich direkt neben dem Roboter stehe, bleibt der Roboter entsprechend stehen. Wichtig hier ist zu wissen, dass der Industrieroboter immer ein bisschen schneller fährt als ein Cobot. Einfach daran, dass er massiver ist, dass er entsprechend dadurch auch eine andere Steifigkeit hat und andere Geschwindigkeiten fahren kann. In der Mitte haben wir dann Cobot in Hybridbetrieb, sprich kollaborativer Betrieb, als auch Industriemodus. Da haben wir auch wieder die Sicherheitsscanner und hier haben wir auch weiße Zone, volle Geschwindigkeit, gelbe Zone, reduzierte Geschwindigkeit. Und diesmal bleibt der Roboter nicht stehen, sondern fährt im inneren Bereich direkt neben dem Roboter in einer reduzierten, sicheren Geschwindigkeit weiter. Also heißt, die Geschwindigkeit muss dann so bestimmt werden, dass wenn der kollidieren würde mit einem Mensch, der sich nicht verletzt und der Roboter schnell genug abschalten kann durch die interne Sensorik. Und das kann man hier durch entsprechende Messungen ermitteln. Und ganz rechts sieht man dann, der Roboter ohne alles, hat nur die interne Sicherheitstechnik, also die Momentensensoren und arbeitet dann hier immer in der gleichen kollaborativen Geschwindigkeit, ist praktisch komplett, arbeitet also immer und ist komplett unabhängig von irgendwelchen dynamischen Einflüssen von außen. Heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt eine End-of-Line-Palettieranlage habe, die ich direkt nachrüste als Retrofitting in eine bestehende Halle, bestehende Produktionsumgebung, dann wird der Roboter einfach mal arbeiten, egal ob ich mit dem Stapler vorbeifahre oder nicht. Und das ist ja der große Vorteil gegenüber Industrieroboter, der ständig stehen bleiben müsste, wo ich ständig einen Zustimmtaster betätigen muss oder den Teil einzäunen muss, dass er eben nicht immer wieder auslöst durch diese Scanner. Das ist entsprechend dann hier die Variante zu wählen, welche schutzdauerlose Technologie ist hier die sinnvollste. Und das ist auch unser Fokus eigentlich in der Mensch-Roboter-Kollaboration, dass wir hier die beste Technologie entsprechend, das beste Konzept für den Kunden eruieren und dann entsprechend anbieten. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Mal verschiedene Einsatzmöglichkeiten, das ist ja auch das Thema des heutigen Vortrags. Wir haben hier einmal eine schöne Palettierzelle. Da haben wir, wie gesagt, die großen Traglast und Reichweiten, vor allem mit dem HC20. Mit 20 Kilo Traglast und 1,70 Meter Reichweite ist für den Cobot recht ungewöhnlich, hat man aber hier den Vorteil, dass man mit diesem großen Arbeitsbereich bis zum Ende einer Palette kommt, ohne die Notwendigkeit von einem Robotersockel. Und wenn man den Robotersockel noch hinzufügen würde oder auch eine Z-Achse, schafft man natürlich noch viel höhere Stapelhöhen, was hier natürlich entsprechend sinnvoll im Palettieren ist. Dann unser neues Produkt der Weltformi, also kollaboratives Schweißen. Hier haben wir eine hohe Steifigkeit des Roboters in Industrieroboterqualität. Also wir haben uns bei der Entwicklung dieser Roboter darauf fokussiert, unsere Industrieroboter-Denke auch in die kollaborative Welt hier einfließen zu lassen. Wir haben also Industrieroboter mit kollaborativen Fähigkeiten, sagen wir mal. Also wir haben eigentlich Industrieroboter hergenommen, die Kanten außen abgerundet und entsprechende Sensorik intern verbaut. Ein Momentensensor in dem Fall. Und damit ist der Roboter auch hier in Industrieroboterqualität. Und durch die IB67 Schutzklasse ist er optimal vor Schweißspritzern geschützt und damit perfekt geeignet für das Schweißen. Die Schweißbahn kann ganz einfach über Direct Teach programmiert werden. Sprich, ich nehme den Roboter von an der Torch und bewege ihn dann zu meinen einzelnen Punkten. Und so kann ich ganz einfach programmieren. Alternativ kann ich natürlich auch mit dem klassischen Bediengerät meine Punkte in den einzelnen Koordinatensystemen verfahren und den Roboter so programmieren. Komfortabler ist es per Anführung. Und zum einfachen Programmieren haben wir hier diese Welding Wizard Oberfläche entwickelt. Damit ist es sehr einfach, sich sein erstes Roboterprogramm zu erstellen. Man kann allerdings auch den Roboter im ganz klassischen Programmiersprache programmieren. Und somit bieten wir dem Kunden einen sehr guten Einstieg in die Robotik mit diesen einfachen Wizard. Wenn er sich mehr und mehr mit der Robotik beschäftigen will, auch mit der Robotikprogrammierung, kann er sich hier dann zurückfallen lassen in die normale Programmierumgebung, kann dort sehr komplexe Programme schreiben und kommt somit immer mehr in die Industrierobotik rein und
ist somit dann auch eher offen, sich vielleicht über den Industrieroboter Gedanken zu machen, der natürlich wieder ganz andere Funktionalitäten, ganz andere Vorteile hier bietet, als das ein Cobot kann, vor allem im Schweißen. Und somit ist ein sehr guter Einstieg einfach in die gesamte Robotik gegeben, nicht nur in die Welt der Cobots. Und hier sieht man nochmal die automatische Schweißbrenner-Kalibrierung mit der patentierten Monotakt-Technologie. Da hat man so einen kleinen Napf, da fährt dann die Schweißspitze entsprechend rein, umkreist das dann, hat dann über Triangulation dann drei Punkte und kann sich entsprechend hier referenzieren. Sprich, wenn ich aussehen gegen den Tisch komme, den ein bisschen verschiebe, muss ich nicht mein ganzes Programm neu schreiben, sondern ich kalibriere den Roboter neu auf den Schweißtisch und das ganze Programm passt sich entsprechend an mit so einem User-Frame, also einem Eigenkoordinatensystem, was entsprechend hier referenziert. Dann haben wir hier noch eine schöne Schraub- und Fügestation. Die steht bei uns auch im Showroom, bei uns in Allershausen, in der Nähe von München, unserem Headquarter. Hier haben wir zur Absicherung diese drucksensitiven Matten hergenommen, zum Umschalten zwischen den Geschwindigkeiten. Sprich, wenn ich außerhalb der Matte stehe, fahren beide Robbys in Vordergeschwindigkeit. Desto näher ich rankomme, reduzieren sie, wenn ich direkt davor stehe, arbeiten sie in der reduzierten, sicheren, kollaborativen Geschwindigkeit. Hat dann hier für zwei verschiedene Greifer oder End-of-Arm-Tooling einmal einen kollaborativen Schraubautomat von Stöger und hier so einen kollaborativen Greifer von Zimmer. Und das Ziel dieser Anlage ist, dass die für Show-Anwendung auf einer Messe zum Beispiel Flaschenöffner produzieren. Und diese Flaschenöffner werden in der Mitte hier praktisch positioniert und dann mit dem zweiten Schrauber entsprechend verschraubt. Habe ich hier wieder für beide diese, also beide Roboter sind entsprechend so ein HC10 mit der entsprechenden Momentensensorik. Und wichtig ist auf der Softwareseite die Sicherheitssteuerung. Und hier können wir, das sieht zwar recht komplex aus, aber super einfach, weil ich brauche einfach nur meine Koordinaten hier eingeben von diesen Räumen. Und damit kann ich die Räume definieren. Sprich, ich kann sagen, den Tisch sollst du nicht reinfahren, dann mache ich einen roten Bereich rein. Und dann kann ich einen gelben Bereich definieren, in dem er sich praktisch bewegen darf. Und diesen Raum darf er aber auch nie verlassen. Und das Gleiche kann ich dann für den zweiten Roboter noch machen. Die beiden Roboter kann ich dann mit so einer Ebene, das Lila in der Mitte, gegeneinander verschalten, dass die praktisch nicht beide in die Mitte greifen dürfen, sonst können die mich in der Mitte quetschen. Und ich kann den Roboter hier auch noch weiter den einzelnen Roboter definieren, sprich der rote Bereich in der Mitte. Das ist dann meine Spannstation, auch wieder ein roter Bereich auf nicht reinfahren. Und diese orangen Bereiche hier sind dann die reduzierten Geschwindigkeiten von der Klemmsituation. Sprich, der Roboter fährt überall recht schnell im sogenannten transienten Fall, im freien Stoß. Und dann, sobald eine Klemmung passieren könnte, in der Risikobewertung, fährt der Roboter entsprechend langsamer. Dass, wenn man die Hand reinhalten würde, der Roboter schnell genug reagieren kann, um entsprechend zurückzufahren, damit man seine Hand wieder rausziehen kann. Und auch der Roboter als auch das Tool, also das Werkzeug von, ist dann mit so einer Hüllkurve beschrieben und bietet somit die entsprechende Sicherheit, aber auch eine optimale Raumausnutzung. Sprich, die Robotergeometrie, diese Außengeometrie, diese Hüllkurve, prüft dann, wo meine Außenbereiche sind, in denen sich der Roboter bewegen kann, um dann den Roboter auch genau da drin zu halten, dass er diesen Bereich niemals verlassen darf, aus Sicherheitsgründen. Da habe ich schon mal das Beispiel der Werkzeugmaschinenbeladung mitgebracht. Wir haben durch die IB67 Schutzklasse hier eine sehr einfache Reinigung. Also wir haben hier eine sehr schöne glatte Oberfläche und gerade in so etwas schmutzigeren Umgebungen ist es natürlich wichtig, dass man den Roboter auch reinigen kann. Er ist vor Staub und Schmutz geschützt, als auch resistent gegen Flüssigkeiten, vor allem hier Kühlemulsion, großes Thema. Dann entsprechend wieder die beiden Varianten, 10 oder 20. Und das nochmal diese Klemmsituation, die ich erwähnt habe, hat praktisch dann seine geteachte Bahn, die programmierte Bahn. Und der Roboter fällt auf genau dieser Bahn auch wieder zurück, in einem gewissen Abstand und bietet somit genug Sicherheit und genug Platz, damit sich der Mitarbeiter
selbstständig befreien kann. Das war es zu meinem Vortrag. Ich freue mich noch auf weitere Fragen von Ihnen, welche bestehen. Herr Schneider, vielen Dank erstmal für Ihren Beitrag. Ja, super interessantes Thema auf jeden Fall. Ich habe mir noch mal eine Frage aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es an der Stelle verpasst habe, und zwar zur Sicherheitsbewertung. Sie haben ja schon einige Varianten zur Einhaltung der Sicherheit aufgezeigt, wie man zusätzlich am besten Kollisionsvermeidung mit Cobots vermeiden kann. Ja, zaunloses Arbeiten in Form von zum Beispiel Scannern, Lichtgittern oder Trittmatten. Jetzt, ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe, die Kraft der Roboter kommt ja aus deren Geschwindigkeit. Muss man dort gezwungenermaßen einen Roboter langsamer programmieren oder ich? Ja, also. Also sie könnten theoretisch wahrscheinlich schneller sein, aber aufgrund der Sicherheit müsste das alles ein bisschen langsamer ablaufen. Genau. Also in dem weißen Bereich kann man durch mit der maximalen Geschwindigkeit fahren. In dem grünen Bereich muss man das dann messen. Da gibt es für jede Körperregion eine Kraft, eine Schmerzeintrittsgrenze, die auf Kraft, einem Kraftwert und Druckwert basiert. Und dafür gibt es ein spezielles Messgerät. Und ich passe meine Geschwindigkeit so lange an, bis ich in diesen Grenzwerten drin bin. Und dann programmiere ich diese Geschwindigkeit, die ich dann ermittelt habe in diese Messung, in mein Programm entsprechend ein. Genau. Also haben wir jetzt auch ein Modell entwickelt, das habe ich schon mal im Rahmen meiner Doktorarbeit entwickelt, wie man diese Geschwindigkeiten circa schätzen kann, weil der Messaufwand natürlich recht komplex ist oder doch ein bisschen dauert und man das nicht wirklich schätzen kann. Wenn ich es irgendein wahlloses Werkstück in die Hand gebe und sage, schätzen Sie mal die Geschwindigkeit, mit der ich sicher fahren kann, wird wahrscheinlich eher schwierig werden, hängt ja von vielen Faktoren ab. Mhm. Und damals so ein Schätzmodell entwickelt, dass man das von vornherein grob bestimmen kann, um das dann auch in der Simulation schon mal ungefähr abzustimmen, dass man seine Zykluszeiten hat, seine ROI-Rechnung hat und dann nicht erst die ganze Anlage aufbaut und dann zum Ende hin merkt, ja, ein bisschen schwierig mit der Geschwindigkeit, weil wir jetzt einfach ein spitzes Teil zum Beispiel haben, das wir nicht bedacht haben. Und jetzt müssen wir doch das Ganze entweder ganz einzäunen oder einen Roboter rausbauen, bauen einen Industrieroboter rein. Da kann man dann von vornherein schon die optimale wirtschaftliche Variante hier ermitteln. Sind wir schon wieder bei dem Vortrag davor. Ne? Also die ordentliche Vorausplanung erspart dann im Nachgang die ganzen Korrekturschleifen. Exakt, genau. Genau, ich habe hier noch zwei Fragen im Chat, und zwar einmal von meinem Vater. Bis zu welchen Gewichten kann der Roboter Lasten bewegen? Ist mit Yaskawa-Robotern die Entnahme von Formeinsätzen möglich, die ja doch manchmal schon sehr schwer sind? Ja, er muss dazu genaue lineare Bewegung ausführen können, um den Formeinsatz aus der Präzisionsführung genau zu entnehmen oder nach Wechsel wieder einzubauen. Also die Frage, wie viel die jetzt wiegen, die Teile. Also wenn die 20 Kilo, 20 Kilo bewegen, auch in maximaler Geschwindigkeit, also alle diese Angaben bewegen, also beziehen sich auf 500 sein. Bitte? Es können auch 500 Kilo sein. Bis wohin können Sie denn? Also wir haben den Godzilla-Roboter, der müsste so ungefähr 500 Kilo haben. Also wir haben ein recht großes Portfolio auch von den großen Palettier-Robotern. Die sind ja meistens als 4-5-Achse ausgelegt mit dem Gegengewicht hinten dran, damit ich dann noch höhere Gewichte tragen kann. Wie ist das? Sind solche Roboter dann auch auf Schienensysteme zu setzen? Ja. Also wir haben eigene Schienensysteme, eigene Linearachsen. Da kann sich dann der Roboter da noch entsprechend über eine 7. Achse oder 6. Achse bewegen. Und auf die Frage zuvor mit den Linearbewegungen, das ist auch kein Problem. Man kann unterscheiden in der Programmierung zwischen einer Kreisbewegung, einer Jointbewegung, das ist praktisch die schnellste Bewegung, und einer Linearbewegung. Und die Linearbewegung kann ich zusätzlich noch mit Positionsleveln ausstatten. Das heißt, wenn ich jetzt so eine Bahn hätte, die ich programmiere, kann ich kein Positionslevel angeben und er überschleift das. Er fährt praktisch das Ganze möglichst effizient. Wenn ich jetzt ein hohes Positionsgenauigkeitslevel angebe, fährt er exakt diese Position ab. Beispiel beim Kleben relevant, als auch beim Fügen, als auch beim Schweißen.
Und das kann ich hier entsprechend darüber steuern. Da haben wir auch noch mehr Varianten, die man die Positionsgenauigkeit ganz genau bestimmen kann und dem Roboter vorgibt. Bei den Robotern, die sich auf Schienen bewegen, arretieren die sich dann in den jeweiligen Zielpositionen? Ja, also ist die Frage, wie man das dann auf den Zwischenpositionen macht. Da bin ich der Linearachsenexperte. Auf den Endanschlägen ist es halt ein Endanschlag. Wo man natürlich dann zwei Endpositionen hat. Okay, danke. Ja, danke für die Beantwortung. Herr Schneider, ich habe noch eine Frage von dem Herrn Assar im Chat. Und zwar, das ist vielleicht auch eine Frage an alle Referenten. Gibt es die Möglichkeit, die Vorträge später auch in einer Handout-Version PowerPoint zu erhalten? Ja, klar. Kann ich Ihnen gerne noch. Also ich habe es Ihnen ja eh schon zugeschickt als PDF. Das können Sie dann auch einfach teilen. Genau, häufig ist es ja nicht unbedingt die Handout-Version. Aber wenn das so okay ist, dann kann ich das natürlich. Ja, das sind jetzt alles offizielle Daten. Das ist nichts Sensitives hier. Also das kann ich auch gerne teilen. Das ist kein Problem. Perfekt. Genau, also nochmal an alle Teilnehmer. Sie können natürlich gerne an uns herantreten, dass wir da auch eine Verbindung herstellen. Sie können natürlich auch gerne direkt mit den Rednern in Kontakt treten, beziehungsweise über uns die Kontaktdaten einholen, wenn das auch für Sie in Ordnung ist, Herr Schneider. Ja. So, jetzt habe ich noch selber noch tatsächlich nochmal eine Frage, und zwar Vorteile von Robotern sind natürlich auch, ja, dass sie zum einen nicht krank werden, keinen Urlaub benötigen. Man kann sie ja theoretisch also 365 Tage im Jahr einsetzen. Fachkräfte sind oft rar. Da sind natürlich solche Robots, Cobots eine ideale Alternative. Mal davon abgesehen, dass das Personal zur Bedienung entsprechend geschult werden muss. Aber haben Sie dort schon Informationen bzw. so Daten, nach welcher Zeit sich ein solcher Cobot amortisiert bzw. wann der Break-Even zu den Kosten eines Facharbeiters im Durchschnitt darstellt? Ja, also das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie einfach das Aufgabe ist. Das kann von einem halben Jahr bis zu, sage ich mal, den üblichen 2 Jahren ROI ungefähr sein. Wir hatten zum Beispiel mal einen Fall gehabt, da mussten einfach nur Gläser gedreht werden, das ist relativ einfach auf dem Futterband. Hier amortisieren sich das dann ganz schnell, wenn man dann da vor der Station, nach der Station jeweils einen hat, der den ganzen Tag Glas dreht. Ist dann die Aufgabe auch relativ einfach, und das ganze Tooling und der ganze Aufwand für so eine Roboteranlage. Das ist natürlich immer die Frage, wie komplex ist der Prozess, wie komplex ist dann auch das System, was man hier braucht. Aber ich würde schon so sagen, also in dem üblichen bis 2-3 Jahre, also 1-3 Jahre ROI-Zeitraum, ist mir auf jeden Fall dabei. Genau, ja klar, spezifiziert werden muss dann natürlich auch je nach Prozess. Ja, dann, ich würde sagen, natürlich an der Stelle auch erstmal danke. Ich richte nochmal die Frage in die Runde. Sie können die Fragen gerne im Chat hier schreiben, dass ich sie vorlese, oder auch selber das Mikrofon freischalten. Ansonsten natürlich im Nachgang, wenn Sie aktuell keine Frage haben, im Nachgang auch mit den Referenten in Kontakt treten. Herr Hein, kann ich Ihnen noch kurz was sagen? Hören Sie mich, Herr Hein? Ja. Ja, Stefan, hören Sie. Ja, Stefan Mestermann hier. Genau, Herr Stefan Mestermann von Yaskawa. Ich wollte nur eben nochmal auf die Frage von Ihrem Vater nochmal darauf zurückkommen. Ja. Roboter haben wir der klassischen 6-Achs-Variante bis 900 Kilogramm. Also wir können bis 900 Kilo alles heben, also deshalb auch große und schwere Formen. Und der zweite Teil der Frage war ja nochmal bezogen auf die Positionierung auf den Fahrbahnen, also ob die dann sich blockieren bzw. Genau positioniert werden. Also sie werden genau positioniert, sie werden dann eingebremst und stehen da stocksteif an der Stelle. Also man kann damit sehr, sehr, sehr genau arbeiten. Der Vorteil auf der Fahrbahn ist halt der, dass wir bei uns über unsere Fahrbahn diese Fahrbahn als 7. Achse verwenden und wir dann genau wissen, wo sich der Roboter in seinem TCP befindet, um dann halt auch wirklich genau in eine Werkzeughälfte zum Beispiel reinzufahren, um die Werkzeughälfte genau zu platzieren. Ja, danke, Herr Wessmann. Das wollte ich nur noch ergänzend sagen. Okay. Ja, perfekt. Ja, Sie, da hat der Herr Westermann natürlich hier einen größeren Überblick über das ganze Portfolio von uns. Ich bin da doch recht eingeschränkt auf meine Cobots, aber die Frage hat sich ja beantwortet. Super, danke schön dafür, Herr Westermann. Okay,
Ja, jetzt haben wir noch 7 Minuten, bis der nächste Vortrag losgeht. Ich würde sagen, ich brauche es auch mal ganz kurz und zum Kaffee holen, zum Wegbringen. Und dann sehen wir uns in 7 Minuten hier wieder. Vielen Dank erstmal.